Ja, ich freue mich sehr, Professorin Maren Scheffel mit uns bei uns zu haben. Maren Scheffel studierte Computerlinguistik in Bonn und Edinburgh und erwarb 2008 den Magisterabschluss in Bonn, in Koblenz, in Bonn. Anschließend forschte sie 5 Jahre am Fraunhofer Institut für angewandte Informationstechnik FIT im Bereich des technologieunterstützten Lernens und hat sehr viele EU-Projekte in diesem Bereich geleitet. 2014 ging sie in die Niederlande, um dort 2017 dann ihre Promotion für technologieunterstütztes Lernen und Learning Analytics zu bekommen an der Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften. Und nach ihrer Zeit als Assistant Professor an der Fernuniversität der Niederlande ist Frau Scheffel berufen worden zu Junior Professorin an der Ruhr-Universität Bochum für Educational Data Science am Institut für Erziehungswissenschaften der Ruhr-Universität Bochum. Und dann ist sie natürlich nicht ruhig geblieben, sondern wie man das so ist als junger Professor mit all den Entwicklungen, da kann man sein Forschungsprogramm neu auslegen, hat sich direkt mal für den quasi die Präsidentin der Society for Learning Analytics Research, das ist eine internationale Forschungssociety, von 2021 bis 2023 war sie die Präsidentin dort und verknüpft vor allem ihre Aktivitäten zwischen Learning Analytics und Learning Design. Und wird uns heute in ihre aktuellen Arbeiten einführen. Schön, dass du da bist, Maren. Ja, vielen Dank, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, dass ich hier sein darf heute und ein bisschen die externe Sicht geben kann. Und freue mich sehr, in diesem Vortrag die Verbindung zwischen Learning Analytics und Learning Design Sie dazu begrüßen zu dürfen. Warte mal, wo man klicken kann. In einer Zeit, die zunehmend von digitalen und auch hybriden Lehrformaten geprägt ist, gewinnt die Integration von Learning Analytics und Learning Design immer mehr an Bedeutung. Damit werden wir uns heute beschäftigen. Wir werden erkunden, wie diese beiden Bereiche, die oft unabhängig voneinander betrachtet werden, in einem, ich nenne es mal, symbiotischen Verhältnis stehen und gemeinsam das Lernen und Lehren unterstützen und auch verbessern können. Es geht also darum, warum wir von und nicht von oder sprechen sollten. Das Verhältnis zwischen Learning Analytics und Learning Design stellt eine innovative Herangehensweise an die Bildung dar, indem es die Vorteile beider Konzepte nutzt und sie miteinander verschmilzt. Ich nenne jetzt mal ein paar Aspekte von diesem symbiotischen Verhältnis, auf die ich später noch genauer eingehen werde. Es geht zum Beispiel um informierte Gestaltung von Lernumgebungen, um Personalisierung von Lernpfaden, Echtzeitanpassungen, um Evaluierung von Lehrmethoden oder auch um die Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Die Verknüpfung von Learning Analytics und Learning Design schafft also eine dynamische Feedbackschleife, in der Learning Analytics und auch Learning Design es prägt und gleichzeitig wird Learning Design die Qualität der gesammelten Daten verbessern. Und durch diese wechselseitige Beziehung entsteht ein effizientes und adaptives Bildungssystem, das besser auf die Bedürfnisse der Lernenden eingeht und gleichzeitig die Effektivität der Lehrmethoden kontinuierlich verbessert. Ja, das ist schon richtig so, dass wir das immer noch sehen. Genau. Gucken wir mal uns an, wie das Ganze so, also ein kleiner Schritt zurück, wie wir uns denn gerade wo wir uns befinden. So wie man das hier jetzt gerade sieht, sahen Hörsäle und Seminarräume eigentlich an den Universitäten vor noch gar nicht allzu langer Zeit normalerweise aus. Und hier sehen wir ein typisches Klassenzimmer in der Schule. Auch das ist wahrscheinlich den meisten noch bekannt. Aber dann kam eine Zeit, in der Hörsäle ganz oft so aussahen, nämlich in der Pandemie. Und sowohl Lernende als auch Lehrende mussten lernen, damit umzugehen. Teilweise sehen Hörsäle auch immer noch so aus. Denn immer noch lernen Studierende häufig so. Mit dem Laptop auf dem Schoß, auf dem Sofa, im Bett, wo auch immer. Und Schülerinnen und Schüler in der Schule lernen auch häufig so.
Sogar Grundschulkinder haben jetzt oft solchen Unterricht und sitzen vor Tablets, an Computern etc. und gar nicht mehr unbedingt im Klassenverband. Im Moment befinden wir uns also in einem Mischzustand. Viele Veranstaltungen finden zwar wieder in Präsenz statt, aber andere werden online bleiben. Und einige werden auch beide Formen parallel bzw. ergänzend nutzen. Auch das Vorbereiten, das Nachbereiten von Lehre oder auch das Lernen wird weiterhin sowohl online als auch analog stattfinden. Also wirklich ein Mischzustand, der gerade herrscht. Wichtig ist es also, Lernende und Lehrende zu unterstützen, unabhängig davon, ob das Lehren und Lernen jetzt face-to-face, blended, hybrid oder auch online stattfindet. Aber wie macht man das Ganze? Nun, neben der direkten Unterstützung der Lernenden durch Learning Analytics, zum Beispiel in Form von Dashboards, können wir Lehrende durch Learning Analytics beim Learning Design unterstützen. Aber was genau ist denn jetzt Learning Analytics und was genau ist Learning Design? Auch wenn das den meisten von Ihnen hier vermutlich klar ist, möchte ich trotzdem einmal kurz umreißen, worum es geht, damit wir eine gemeinsame Grundlage haben. Schauen wir uns zunächst einmal die Definition von Learning Analytics an. Learning ist der Erwerb von Wissen oder von Fertigkeiten durch Studium, Erfahrung oder auch Unterricht. Und Analytics ist die systematische Analyse von Daten oder Statistiken oder aber auch die Informationen, die sich aus dieser systematischen Analyse von Daten oder Statistiken ergeben. Man kann das also zusammenfassen und sagen, Learning Analytics beschreibt sowohl die Analyse von Wissenserwerbsprozessen als auch deren Ergebnisse. Um welche Daten handelt es sich denn? Wo fallen überhaupt Lerndaten an? Zum Beispiel können man bei sozialen Interaktionen Daten sammeln, Daten zu Lerninhalten in unterschiedlichen Räumen, sowohl digital als auch face-to-face. Man kann Interaktionen mit Lernsystemen verfolgen oder auch die Interventionen und Anpassungen, die stattfinden. Also es gibt einen Riesenberg an Daten und. Was zeigen uns diese Daten denn möglicherweise? Können Gefühle vielleicht darstellen, unsere Haltungen, soziale Verbindungen, unsere Intentionen, was wir wissen, wie wir lernen, was wir vielleicht als nächstes machen oder machen sollten und so weiter und so fort. Wie sieht es mit der Definition von Learning Design aus? Learning, das hatten wir gerade eben ja schon, ist also Erwerb von Wissen oder Fertigkeiten durch Studium, Erfahrung oder Unterricht. Das ändert sich ja nicht, ist die gleiche Definition. Und beim Design, wie sieht es da aus? Design ist der Prozess des Entwerfens oder Gestaltens von etwas, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Also, was kann man sagen, wenn man das Ganze noch mal ein bisschen zusammenfasst? Learning Design bezieht sich also auf bewusste Entscheidungen darüber, was, wann, wie, wo und wie unterrichtet oder auch gelehrt werden soll. Es müssen also Entscheidungen getroffen werden über den Inhalt, die Struktur, die Zeitplanung, pädagogische Strategien, die Abfolge der Lernaktivitäten, die Art und Häufigkeit der Bewertung, also Assessment im Kurs, aber auch die Art der Unterstützung des Lernens und die eingesetzten Technologien, die dafür genutzt werden sollen. All diese Entscheidungen müssen getroffen werden. Es muss also festgelegt werden, was soll gelernt werden, warum soll es gelernt werden, wo soll das Ganze gelernt werden, wie soll es gelernt werden, das ist wahrscheinlich mit der Hauptpunkt, wann soll es gelernt werden und möglicherweise mit wem soll es zusammen gelernt werden. Learning Design spielt somit eine ziemlich entscheidende Rolle, würde ich sagen, bei der Gestaltung von effektiver Lehre und bei der Schaffung einer harmonisierten Lernumgebung. Hier sind einige Gründe, warum gutes Learning Design so wichtig ist. Durch sorgfältiges Learning Design können Lehrende klare Lernziele festlegen. Ein gut gestalteter Lehrplan ermöglicht es also, diese Ziele in die Lehre zu integrieren und sicherzustellen, dass die Lernenden das notwendige Wissen und die entsprechenden Fähigkeiten erwerben. Es geht aber auch darum, dass Learning Design es ermöglicht, die Lehre an die Bedürfnisse verschiedener Lernender anzupassen. Es geht also um Individualisierung und Differenzierung. Ebenso kann ein durchdachtes Learning Design dazu beitragen, die Lehre interessanter und ansprechender zu gestalten. Zum Beispiel die Integration von interaktiven Elementen, kreativen Aufgaben, praxisnahen Beispielen und so weiter kann das Interesse der Lernenden wecken und ihre Motivation steigern.
Auch wenn es um kohärente Lehrpläne geht, kann Learning Design helfen. Denn Learning Design ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Lehrpläne bzw. Studienpläne kohärent und strukturiert sind. Das erleichtert den Lernenden, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Konzepten herzustellen und ein umfassendes Verständnis zu entwickeln. Learning Design spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Harmonisierung von Lehrpraktiken innerhalb einer Bildungseinrichtung oder sogar auf nationaler Ebene, je nachdem, wie weit man denn gucken möchte. Also einheitliche Standards und Vorgehensweisen können dazu beitragen, eine konsistente Bildungserfahrung für alle Lernenden zu gewährleisten. Learning Design dient auch als Instrument zur Qualitätssicherung im Bildungsbereich, denn durch die Festlegung von klaren Zielen, Wertungskriterien und auch Evaluationsmethoden können Bildungseinrichtungen die Qualität ihrer Lehre bzw. ihres Unterrichts, egal ob es jetzt Schule ist oder Universität, sicherstellen und kontinuierlich verbessern. Und als letztes, und das ist für uns jetzt heute besonders interessant, steht natürlich auch die effektive Nutzung von Technologie. Denn in einer zunehmend digitalen Welt kann Learning Design helfen, Technologie effektiv in die Lehre anzubinden. Und die Auswahl von geeigneten Technologien und ihre Integration in den Lehrplan können das Lernen bereichern und die Lernenden auf die Anforderungen der modernen Gesellschaft vorbereiten. Besonders hervorheben möchte ich auch nochmal hier, das hatten wir zwar gerade schon, aber die Harmonisierung von Lehrpraktiken. Insgesamt ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Freiheit und Harmonisierung entscheidend. Zu viel Standardisierung könnte die Kreativität und die Vielfalt der Lehre einschränken, während zu viel Freiheit möglicherweise zu Inkonsistenzen oder auch Qualitätsproblemen führen könnte. Das heißt, man muss da wirklich die Waage finden. Eine sorgfältige Abwägung unter Berücksichtigung der spezifischen Kontexte und Ziele einer Universität ist also notwendig. Lässt sich damit sagen, dass Learning Design quasi unerlässlich ist, um sicherzustellen, dass Lehrende effektive, ansprechende und harmonisierte Lernumgebungen schaffen können, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Lernenden gerecht werden. Das war jetzt eine ganze Rutsche über Learning Design, aber es geht ja heute um die Nützlichkeit der Verknüpfung von Learning Analytics und Learning Design. Das klang ja bereits an. Die Frage ist also, ob das in der Forschung auch so gesehen wird. Dazu möchte ich jetzt mal ein paar Beispiele angucken. Schon im Jahr 2011, da war Learning Analytics quasi gerade noch in den Kinderschuhen als eigenes Forschungsfeld, haben Lockyer und Dawson schon die potenzielle Synergie zwischen Learning Analytics und Learning Design hervorgehoben. Denn einerseits liefert Learning Analytics Daten und Werkzeuge, um die pädagogischen Annahmen im Learning Design mit den tatsächlichen Interaktionen der Lernenden zu vergleichen. Andererseits bietet Learning Design dann wiederum den notwendigen Kontext, um beobachtetes Lernendenverhalten besser zu verstehen und Learning Analytics Ergebnisse in umsetzbare Erkenntnisse zu übersetzen, also actionable Output. Lockyer und Dawson argumentieren, dass eine wirksame Abstimmung von Learning Analytics und Learning Design beiden Bereichen zugute käme und dass Pädagogen und Forschern den nötigen Beweise dafür liefern würde, dass sich die Bemühungen und Innovationen im Bereich des Learning Designs im Hinblick auf Verbesserung der Lehrpraxis und des Lernens lohnen. Is it worth it, quasi? Sie schreiben unter anderem, the integration of research related to both learning design and learning analytics provides the necessary contextual overlay to better understand observed student behavior and provide the necessary pedagogical recommendations where learning behavior deviates from pedagogical intention. Ein paar Jahre später haben dann Persico und Pozzi geschrieben, dass eine Verknüpfung der beiden Bereiche sehr sinnvoll ist und vor allem auch Vorteile bietet. Denn durch den Einsatz von Learning Analytics können Learning Designs, die oft Erfahrung oder auch teilweise sogar einfach nur auf Bauchgefühl beruhen, mit Daten unterfüttert werden. Es gibt also dann erstellte Designs, die durchaus robuster und evidenzbasierter sind als das, was es möglicherweise bisher gab. In ihrem Artikel diskutieren sie, the contribution that learning analytics can make to transform learning design from a craft based on experience, intuition and tacit knowledge into a mature research area grounded on data concerning the learning process and hence supporting inquiry while teachers design, run and evaluate the learning process. Und später sagen sie auch, taking advantage of results in the fields of learning analytics is likely to increase the robustness of the designs shared, make the decision-making process involved in learning design better grounded in evidence and the exchanges between designers more anchored to actual teaching and learning practice. In other words, teachers would become educational researchers,
pursuing innovation not only to take advantage of the affordances of technology, but also to deal with the continuously evolving needs of learners. Also Lernende sind das wichtige, Lernende stehen im Mittelpunkt und daran sollte sich das orientieren. Wieder ein paar Jahre später in ihrer Forschung an der Open University UK haben Tutinel und Rintis auch wieder Learning Design und Learning Analytics kombiniert, wobei hier das Learning Design quasi den Kontext zu empirischen Daten über die OU-Kurse liefert, sodass dann wiederum Learning Analytics in Entscheidungen zum Einblicke in die Entscheidung zum Learning Design geben kann. Betont wird hier auch, dass Institutionen und Forschung zusammenarbeiten sollten und ihre jeweiligen Datensets kombinieren sollten, um Lernende bestmöglich zu unterstützen. Also auch hier wieder, Lernende sind der Fokus. Lernende ist das, worauf es ankommt. Sie schreiben hier unter anderem, Researchers, teachers and policymakers need to be aware of how learning design choices made by teachers influence subsequent learning processes and learning performances over time. There is an urgent need for researchers and managers to combine research data and institutional data and work together in order to unpack how context, learner characteristics, modular and institutional learning design activities impact the learning journeys of our students. Die OU UK als Großbritanniens größte Universität, die als Fernuniversität natürlich vollständig auf Online-Lehre setzt, hat über die Jahre ein sehr großes Datenset gesammelt und dieses auch viel beforscht. Das heißt, diese Publikation hier ist natürlich nur ein Beispiel für den ganzen Themenblock. Wieder ein paar Jahre später haben Schmitz und Kollegen sogenannte Opportunities und auch Challenges zur Verknüpfung von Learning Analytics und Learning Design zusammengetragen. Sie betonen dabei vor allem den Vorteil, dass Learning Designs on the fly, also schon während ein Kurs läuft, analysiert werden können und so, dass man so viel schneller weiß, wann etwas gut oder auch schlecht läuft. Sie schreiben, the alignment of learning analytics and learning design changes the design process of learning activities from a post-evaluation design process into a permanent monitoring process of adaptation. In this way, teachers should already consider measurements at the design phase of their learning activity, and they should select most suitable learning analytics indicators that can be used to monitor if the selected learning activities of a course are going as intended or not. But the alignment also changes the monitoring process of courses into a learning design aware monitoring process. Natürlich gibt es auch andere Literature Reviews zum Thema Learning Analytics for Learning Design. Zum Beispiel diesen hier von Mangarowska und Giannakos aus dem Jahr 2019. Die beiden schreiben, Learning Analytics and Learning Design are two complementary fields within educational technology that together hold the promise to optimize the learning process and contribute to the creation of more meaningful learning experiences, tools and evidence-based practices. Educators and researchers need to leverage the use of learning analytics and focus on developing students' skills and natural predispositions by designing personalized learning and feedback while decreasing assimilative activities as traditional lecturing, reading or watching videos. Also, educators need to rethink their role of simply being providers of knowledge to designers and facilitators of learning. Einen schönen Überblick über Forschung zum Thema Learning Analytics und Learning Design gab es dann im Jahr 2020 im Journal of Learning Analytics. Das war eine Special Section und die Editoren der Special Section heben auch in ihrem Editorial nochmal die Gemeinsamkeiten der beiden Felder hervor. Learning design belongs to that interesting class of concepts that appear on the surface to be simple and self-explanatory, but which are actually definitionally vague and contested in practice. Like learning analytics, the field of learning design aspires to improve teaching practice, the learning experience and learning outcomes. Was macht man denn jetzt also, wenn man wirklich mal designen möchte? Beispiele für Tools sind unter anderem diese Ressourcen von der OU UK. Die helfen, das Planen und das Erstellen von Kursen zu unterstützen. Dabei geht es vor allem um Online-Kurse, also sowas, was in Richtung MOOC geht. Es gibt also ein Activity-Type-Framework oder auch Templates für die Planung von Lernaktivitäten oder die Erstellung von lernenden Personas. Und wenn das einmal fertiggestellt ist, können diese Learning Designs auch analysiert werden. Und auf Basis des Feedbacks können dann natürlich die Kursdesigns immer wieder angepasst werden. Aufbauend auf diesen Arbeiten von der OU UK wurde das BDP-Konzept entwickelt. BDP steht hier für Balanced Design Planning, das war ein EU-Projekt. Und da geht es darum, the student-centered BDP-Concept and tool provide innovation to learning design planning by strongly focusing on learning outcomes and student workload, aligning study program and course level learning outcomes
Ensuring constructive alignment and assessment validity, enhancing learning design by using learning analytics and enabling flexible use in different contexts and pedagogical approaches. Oops. Auch hier geht es, ähnlich wie bei der OU UK, um das Planen und Erstellen von ganzen Kursen. Und auch hier besteht die Möglichkeit, dass diese Designs dann analysiert werden, um daraufhin möglicherweise Anpassungen vorzunehmen. Das waren jetzt ein paar Einblicke in die Forschung. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr, sowohl aus der Zeit vor der Pandemie als auch aus der Zeit danach. Kommen wir aber erstmal wieder zurück zu unseren gemischten Settings, was wir vorhin schon hatten. Online, Blended, Hybrid, Face-to-Face, mittlerweile ist eigentlich alles möglich. Der Online- oder Blended-Anteil nimmt aber immer mehr zu, auch wenn wir jetzt wieder nach der Pandemie oft in die Präsenz zurückgehen. Wir stecken also quasi in einer digitalen Transformation. Wie gehen wir damit um? Vor allem in Bezug auf Learning Design und Learning Analytics, deren Synergie, wie wir gerade gesehen haben, in der Forschung als sinnvoll erachtet wird, da müssen wir irgendwie was finden, wie wir damit umgehen können. Die Umwandlung von Face-to-Face-Lehre in Blended oder auch Online-Lehre ist nicht einfach. Das wissen wir wahrscheinlich mittlerweile alle und in der Pandemie haben wir das versucht. Was da gemacht wurde, war aber natürlich eher sowas wie Emergency Remote Teaching und nicht irgendwie vernünftiges Umsetzen. Denn natürlich ist das, was wir da gemacht haben, nicht vergleichbar mit gut konzipierter Blended oder auch Online-Lehre. Eine direkte Übersetzung von Face-to-Face zu Online ist also nicht wirklich möglich. Denn es ist sowohl technologisches als auch didaktisches Wissen dafür erforderlich und es ist pädagogisches und inhaltliches Wissen über bestimmte Kurse oder auch Module erforderlich, die man da erstellen möchte. Also eine einfache Übersetzung von Präsenzlernen auf Online-Lernen mit gleichen Methoden würde die Tatsache vernachlässigen, dass die unterschiedlichen Formen auch andere Möglichkeiten eröffnen und eine andere, zum Beispiel didaktische oder eine andere methodische Vorgehensweise erfordern. Bildung in der Digitalität ist eben mehr als digitalisierte Bildungsinhalte. Und richtige digitale Transformation braucht nun mal einfach ein bisschen Zeit. Was kann uns also weiterhelfen, wenn digitale Transformation von Lehre und auch Lernen vernünftig angegangen werden soll? Ein Modell. Am besten natürlich ein Modell, was auch noch Werkzeuge beinhaltet für Pädagogen und für Lehrende. Und dieses Modell und Werkzeuge zusammen helfen dann bei der Gestaltung von Blended Learning oder auch Online. Das Ganze ist dann auch noch effektiv und innovativ und von hoher Qualität. Aber es gibt doch Modelle, sagen Sie jetzt bestimmt. Gibt es doch. Ja, aber. Das Problem mit diesen bestehenden Modellen ist ganz häufig, dass sie nicht wirklich umfassend dargestellt werden. Und ganz oft sind diese Modelle einfach nur konzeptionell und nicht prozedural. Man weiß also gar nicht genau, was man jetzt machen muss. Und damit ist es für Pädagogen oder auch Lehrende sehr, sehr schwierig, sie in ihrer täglichen Praxis anzuwenden. Was haben wir also gemacht? Wir haben ein Modell erstellt. Yay! Also, wie vorhin bereits erwähnt, ist Learning Design sehr, sehr wichtig. Und es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Autonomie bei der Entwicklung von Kursinhalten, das hilft bei der Gestaltung, und der Standardisierung der Kurse innerhalb einer Einrichtung. Das muss man also natürlich immer im Hinterkopf haben. Aber also unser Modell. Wir haben ein prozedurales Designmodell entwickelt, das mit Vorlagen und Tools und Informationen und Designbeispielen angereichert ist. Und das hilft dabei, die Neugestaltung oder die Umgestaltung von Blended und Online-Lernen und Lehren gezielt zu unterstützen und zu erleichtern und so für eine qualitativ hochwertige Bildung zu sorgen. Das Ganze nennt sich dann Design Cycle for Education oder kurz gesagt DC4E. Und dieser DC4E kann je nach Kontext und Zielgruppe unterschiedliche theoretische Erkenntnisse einbeziehen, erleichtert Pädagogen die richtige Entscheidung in den richtigen Reihenfolge zu treffen und reichert die erkennbaren Schritte von Prozessmodellen mit praktischen Elementen an, also zum Beispiel Beschreibung von Best Practices, es gibt Hilfstools, es gibt Checklisten, es gibt Vorlagen und Zusammenfassung etc. Und das Ganze regt somit zu sorgfältiger Überlegung und Reflexion bei jedem Schritt des Designs an. Immer wenn man da durchwandert, wird quasi auch noch angeregt, die mögliche Verbindung zu Lehr- und lernunterstützenden Tools und Technologien herzustellen, um den Einsatz von Learning Analytics gezielt planen zu können. Das wird also direkt schon mitgebracht. Ha! Denn da ist genau diese Verbindung zu Learning Analytics, die wir ja brauchen. Das zentrale Element in diesem DC4E ist die Reflexion und das ist bei jedem Schritt besonders wichtig. Also das kommt nicht erst am Ende, natürlich guckt man da, ob das Ganze, was man dann entwickelt hat, funktioniert, aber trotzdem ist in jedem Schritt quasi die Reflexion schon mit eingebaut. Denn es geht ja darum, dass die Technologie mit der größten Wirkung zu finden, eben nicht, sondern es geht darum herauszufinden, welche Faktoren größte Wirkung haben, mit Technologien unterstützt werden können.
schauen wir uns einmal ein bisschen die Phasen dieses DC4E an. Am Anfang geht es um Identify, also man wandert quasi von Insight zur Idea. Und als allererstes setzt man natürlich erstmal eine Zielsetzung fest und man spezifiziert das zu lösende Problem und legt fest, mit welcher Zielgruppe man es zu tun hat. Danach beschreibt man Herausforderungen, Voraussetzungen, Anforderungen etc. Also man guckt wirklich erstmal, was denn da als Grundlage überhaupt los ist. Wo befinden wir uns? Dann in der nächsten Ecke dieses Zykluses sprechen wir quasi von Combine. Hier geht es von der Idea zur Creation. Das heißt, wir gucken und lassen uns inspirieren. Was ist die aktuelle Situation? Was gibt es vielleicht schon an früheren Entwürfen, sowohl eigene Entwürfe als auch Entwürfe von anderen? Was sind Best Practices? Wie kann ich die vielleicht auch noch mit einbauen? Dann im vierten Schritt folgt die Analyse aller realistischen Optionen. Also ich gucke, was ist der Bildungskontext, welche Inhalte, welche Didaktik, welche gewählte Technologie etc. All das muss analysiert und eingebaut werden. Dann heißt die nächste Phase Realize. Also hier geht es von der Creation zum eigentlichen Product. Da steht natürlich am Anfang erstmal direkt die Entwicklung. Ich muss also wirklich erstmal etwas bauen. Ich arbeite aus einen konkreten Entwurf im Detail. Das heißt, ich gucke, welche Didaktik nutze ich, welche Technologien müssen eingebaut werden. Und ich verwende alle machbaren und brauchbaren Lösungen und habe dann die verschiedenen Komponenten als Grundlage. Aus dieser quasi Entwurf entsteht dann im nächsten Schritt der Prototyp. Und den teste ich natürlich mit allen Beteiligten. Ich teste die wesentlichen Komponenten, ich teste die didaktischen Methoden, ich teste die Lerntechnologien und kann das Ganze dann in ein Bildungsprodukt überführen. Die letzte Phase heißt dann entsprechend auch Investigate. Da geht es dann vom Product wieder zum Insight, denn ich muss ja auch gucken, funktioniert das Ganze. Also ich evaluiere das, der Kurs oder das Modul, laufen dann live und ich gucke, ist es effektiv, effizient, sind alle zufrieden etc. Und möglicherweise muss ich dann noch Anpassungen vornehmen. Das ist dann der letzte Schritt. Das können manchmal ganz kleine Anpassungen sein, denn vielleicht läuft ja alles schon total toll. Möglicherweise müssen aber auch einige Abschnitte doch nochmal wieder geholt werden und ein vorangegangener Schritt nochmal durchdacht werden und nochmal gemacht werden, wenn etwas wirklich schief läuft. Alle Informationen zu diesem Modell sowie auch die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel sind über eine zentrale Website zugänglich. Momentan noch hauptsächlich in Niederländisch und Englisch, aber da arbeiten wir dran. Demnächst auch nochmal in anderen Sprachen kommt. Es gibt da also Beispiele für solche Blends, wie also verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von Aktivitäten in Face-to-Face oder auch Online-Settings laufen können. Oder es gibt auch sogenannte Design-Metaphern, die diesen Flow von bestimmten Kurszielen skizzieren. Im DC4E werden also schon Lerntechnologien mitgedacht. Immer bei jedem Schritt und besonders natürlich in Schritt Nummer 5. Und die Frage ist jetzt, wie es uns beim Design von Lernaktivitäten wirklich helfen kann. Was hilft uns dieser Zyklus dabei, wenn ich an einzelne Aktivitäten denke? Und hier kommt also wieder Learning Analytics genauer ins Spiel. Herr Draxler hatte das vorhin schon kurz angesprochen. FOLA, es gibt ein quasi Spiel, was ursprünglich mal entwickelt wurde, eine Designmethode, um solche Aktivitäten und Learning Analytics miteinander zu kombinieren. Und die quasi fortgesetzte Methode, das, was Sie hier sehen, ist noch die Ursprungsvariante, können Sie nachher auch im Workshop nochmal angucken. In dem Beschreiben, um diese mögliche Kluft zwischen Learning Analytics und Learning Design zu überbrücken, präsentiert diese Methode nämlich eine multidisziplinäre und Perspektive auf die Gestaltung von Lernaktivitäten. Das Besondere ist hier zum einen, dass nicht nur die Lehrenden bzw. Learning Designer an der Entwicklung dieses Designs beteiligt sind, sondern dass ganz viele Stakeholder mit an den Tisch geholt werden. Vor allem also auch die Lernenden, denn um die geht es ja. Die sind uns ja immer so wichtig. Deswegen sollten wir sie natürlich auch mit einbeziehen. Ebenfalls besonders ist, dass durch die Basis von diesem DC4E bereits bei der Planung der einzelnen Interaktionen und Lernaktivitäten die einzusetzenden Technologien mitgeplant werden. Also wir überlegen wirklich schon beim Planen, welche Technologien können wir hier einsetzen und dann vor allem, welche Indikatoren für Learning Analytics kann ich daraus schon ziehen. Ursprünglich war das als reines Brettspiel entwickelt. Mittlerweile, wie gesagt, gibt es auch Online-Versionen und jetzt auch schon wieder weiterentwickelte Versionen. Guckt da gerne mal vorbei. Also, Verknüpfung von Learning Analytics und Learning Design. In einer Zeit, die von raschen technologischen Fortschritten geprägt ist, werden die traditionellen Paradigmen der Bildung neu definiert. Unerlässlich, dass wir uns diesen Veränderungen anpassen. Das ist nun mal einfach so, da kommen wir nicht drum rum.
Learning Analytics, also der Prozess der Sammlung, der Analyse und Interpretation von Bildungsdaten, liefert uns unschätzbare Einblicke in den Lernprozess. Durch die Nutzung von Daten können wir ein tiefgehendes Verständnis dafür gewinnen, wie Lernende mit diesen Bildungsinhalten, die wir denn da erstellen, interagieren, können Muster erkennen und unsere Lehre anpassen, um die Lernerfahrung zu verbessern. Learning Design ist Kunst und die Wissenschaft, eine Umgebung zu schaffen, die effektives Lernen fördert. Beinhaltet die absichtliche und durchdachte Anordnung von Ressourcen, Aktivitäten und Assessment, um bestimmte Lernziele zu erreichen. Und durch diese Kombination von Learning Analytics und Learning Design erschließen wir halt dieses Potenzial, personalisierte, adaptive Lernerfahrungen zu schaffen und den vielfältigen Bedürfnissen einzelner Lernender gerecht zu werden. Wir müssen sie also wirklich zusammendenken. Ich hatte ja ganz am Anfang schon ein paar Aspekte genannt, die dieses symbiotische Verhältnis von Learning Analytics und Learning Design kennzeichnen, und möchte hier nochmal ein bisschen tiefergehend ein paar Aspekte nennen. Also Learning Analytics bietet detaillierte Einblicke in das Lernverhalten der Studierenden, und durch Analyse von Daten wie Lernfortschritt, Beteiligung oder auch Verweildauer können Lehrende besser verstehen, wie Studierende auf verschiedene Lernmethoden reagieren. Diese Informationen ermöglichen es dann Learning Designern wiederum, Lernumgebungen bewusster zu gestalten, können Lehrmaterialien, Aktivitäten und Assessment-Methoden anpassen, um den Bedürfnissen der Lernenden besser gerecht zu werden. Learning Analytics kann auch dazu verwendet werden, personalisierte Lernprofile für einzelne Studierende zu erstellen, und durch die Verfolgung von individuellen Stärken, Schwächen oder auch Präferenzen können dann maßgeschneiderte Lernpfade entwickelt werden. Und dann können daraufhin wieder Learning Designer diese personalisierten Informationen nutzen, um Lehrinhalte zu individualisieren und den Lernprozess zu optimieren. Auch Echtzeitanpassungen sind möglich, denn Learning Analytics liefert ja hoffentlich zumindest Echtzeitdaten über den Lernfortschritt, und das ermöglicht es dann Lehrenden und Learning Designern wieder ihre Lehrmethoden anzupassen und Schwierigkeiten und Herausforderungen darauf sofort zu reagieren. Learning Analytics ermöglicht eine quasi objektive Bewertung der Wirksamkeit von Lehrmethoden, und durch diese Analyse von Daten können Lehrende und Learning Designer feststellen, welche Ansätze die besten Lernergebnisse erzielen. Diese Erkenntnisse können dann wieder genutzt werden, um Lehrpläne kontinuierlich zu verbessern. Es geht also auch darum, wirklich gemeinsam daran zu arbeiten, das gemeinsame Potenzial von diesen beiden Aspekten herauszuarbeiten. Bevor ich zum Ende komme, noch ein kleiner Exkurs. Wir hatten es vorhin schon zu ChatGPT. Es geht einfach nicht ohne heutzutage, ne? Man kommt nicht dran vorbei. Ich habe ChatGPT mal gefragt nach Aussagen zur Wichtigkeit der Verknüpfung von Learning Analytics und Learning Design und wollte einfach mal wissen, was das denn so ausspuckt. Hier mal eine kleine Auswahl. Sich weigern, Learning Analytics mit Learning Design zu verbinden, ist wie ein Architekt, der auf Baupläne verzichtet. Du baust vielleicht etwas, aber die Struktur wird fragil sein und der Fortschritt wird ständig von Unsicherheiten bedroht. Die Fusion von Daten und Design ist der Kitt, der das Mauerwerk des Wissens zu einem starken Bildungsbauwerk formt. Oder auch, die Synergie von Learning Analytics und Learning Design ist der Schlüssel zur Bildungsrevolution. Wer diese Verbindung ignoriert, bleibt im Zeitalter der Tafel und Kreide stecken, während die Welt um ihn herum in den digitalen Horizont aufbricht. Nur durch die Ehe von Daten und Design können wir Bildung in die Zukunft katapultieren. Oder die Verbindung von Learning Analytics und Learning Design ist nicht nur eine Option, sondern ein Imperativ. Wer sich weigert, diese Allianz zu schmieden, riskiert, Bildung als Artefakt der Vergangenheit zu betrachten. Daten sind der Schlüssel, Design ist die Tür, und nur durch ihre Symbiose öffnen wir den Raum für eine evolutionäre Bildungserfahrung. Und zu guter Letzt, einen habe ich noch. Die Fusion von Learning Analytics und Learning Design ist nicht nur ein Akt der Innovation, sondern eine Revolution gegen Bildungsstagnation. Wer sich vor dieser Verbindung scheut, hält an einem veralteten Lehrparadigma fest und versäumt die Chance, Bildung als maßgeschneidertes, dynamisches Erlebnis zu gestalten. Daten und Design sind die Architekten des Lernens, und ihre Zusammenarbeit formt die Brücke in die Zukunft der Bildung. Das klingt jetzt alles ein bisschen blumig und pathetisch, aber im Großen und Ganzen kann ich eigentlich zustimmen, würde ich mal sagen. Sie auch? Wahrscheinlich. Ich sehe einiges an Kopfnicken. Also zusammenfassend lässt sich sagen, Learning Analytics und Learning Design stellen ein dynamisches Duo dar, das das Potenzial hat, Bildung neu zu gestalten. Durch die Nutzung der Kraft von Daten und das gezielte Design von Lernerfahrungen zu informieren, können wir eine Zukunft schaffen,
in der Bildung für jeden Lernenden personalisiert, adaptiv und ermächtigend ist. Lassen Sie uns gemeinsam auf diese Reise gehen, um das volle Potenzial von Learning Analytics und Learning Design in der Bildung zu entfalten. Damit möchte ich meinen Vortrag schließen. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ja, jetzt. Mich kann man hören, mich kann man schon mal hören. Vielen Dank und wir öffnen die Runde für Fragen, würde ich sagen. Wir haben hier so eine coole Catchbox, die heißt Catch, weil man sie fangen soll. Liegt natürlich daran, wer wirft. Also deswegen habe ich Michael ausgewählt. Ich kann nicht werfen. Ganz sanft. da, wo Fragen sind, da werfen wir mal rüber. Ich komme noch ein bisschen entgegen, soweit kann ich gar nicht werfen. Wahnsinn. Okay, ganz praktische Frage. Wenn ich jetzt im Learning Design arbeite und ich arbeite mit einem anderen Menschen an der Learning Analytics Perspektive, das kann ich ja nicht akademisch trennen im Alltag. Also wenn ich jetzt eine Lehrkraft an der Schule bin, wir betreuen gerade einen Schulträger, das kann der ja nicht auftrennen. Also es kann ja nicht die Hälfte der Lehrer jetzt Learning Design machen, die andere Hälfte Learning Analytics, um dann einen besseren Outcome zu erzielen. Das muss ja verknüpft bleiben. Wie sehen Sie diese Trennung der Rollen? Das muss gar nicht unbedingt getrennt sein. Das kann durchaus die gleichen Personen sein. Also je nachdem, wie viele Leute natürlich da sind. Also es gibt ja auch, wie Sie gesagt haben, an manchen Schulen, wenn sie denn überhaupt Internet haben und wenn dann überhaupt vielleicht mal eine Lehrplattform vorhanden ist, natürlich kann das auch in quasi Personalunion stattfinden, also dass die Person, die designt, auch die Person ist, die für Learning Analytics zuständig ist. Das muss nicht getrennt sein, das kann durchaus zusammen sein. Wichtig ist einfach, dass es vielleicht dann nicht nur die eine Person ist, die das vielleicht macht, sondern dass sie auch mit Kollegen zusammenspricht, die vielleicht auch beide auch dann diese doppelte Rolle innehaben. Von daher, das muss nicht getrennt sein. Jetzt gibt es ja Menschen, die haben Affinität zum einen oder zum anderen. Das heißt, die logische Konsequenz wäre ja, dass eigentlich eine Lehrperson in einem Klassenverbund zum Beispiel gar nicht mehr alleine lehren sollte, weil eine Gemeinschaft von verschiedenen Lehrpersonen viel effektiver wäre, richtig? Einer, der sich spezialisiert auf Analytics, einer, der spezialisiert auf Learning Design. Das kann, ja, wie gesagt, also es kann, vielleicht verstehe ich das durch, dass irgendwie die Box vor dem Mund ist ein bisschen... soundraubend, ehrlich gesagt. Die Technik lässt uns im Stich. Aber. Richtig. Also klar, wenn es natürlich Affinitäten gibt, dann kann man natürlich gucken, gibt es mehrere Personen an einer Institution, die sich generell dafür interessieren und dann macht der eine vielleicht eher den Fokus auf Learning Design und die andere Person hat eher den Fokus auf Analytics, aber die sollten dann natürlich zusammenarbeiten. Also das ist ja gerade das Konzept dahinter, dass man das eben nicht ganz alleine macht, sondern dass das Wichtige ist, dass man das in Teams durchführt und einfach verschiedene Erfahrungen mit einbringt. Hier ist noch eine Frage. Versuchen wir es noch? Wir versuchen es mit dem Mikro. Hallo, erstmal Dank für den Vortrag, fand ich super inspirierend. Ich habe genau mitgezählt, die Reflexion, da habe ich nicht so viel mitgekriegt, interessiert mich aber sehr. Sie haben gesagt, in dem Modell ist die Reflexion zentral. Und mich würde interessieren, was es da für Möglichkeiten gibt, das anzugehen, weil das ist ja ein sehr besonderer Moment, weil die Leute ja dann praktisch ins Sprechen kommen müssen oder ins Erklären. Genau. Also und wie weit es dann Nutzer oder eben zentriert ist auf die Leute oder was da für Methoden sinnvoll sind. Also gerade bei dem DCVI, wenn man das jetzt in Kombination mit diesem mit der Designmethode, also mit diesem Spiel zum Beispiel sieht, da sitzen ja wirklich, also das ist zumindest die Idee, sitzen halt alle um einen Tisch, man hat verschiedene Rollen, also es sind Lernende am Tisch, es sind Lehrende am Tisch, Designer am Tisch, das Management zum Beispiel oder Rektoren auch. Und wichtig ist einfach, dass, darum haben wir das quasi zentral in die Mitte gepackt, dass einfach am Ende jedes Schrittes wirklich nochmal überlegt wird, okay, haben wir alles, sind alle mit einbezogen, hat jemand noch Fragen, hat jemand Probleme, stecken wir irgendwo fest und dass einfach immer alle wirklich mitgenommen werden. Und erst wenn alle sagen, ja okay, für uns ist es gut, dann geht man einen Schritt weiter. Also das ist jetzt
gar nicht konkret im Sinne, man muss dann genau das machen oder genau die Frage stellen, sondern das Wichtige ist wirklich, dass alle mitgenommen werden und immer geguckt wird, sind alle noch an Bord, ist es für alle okay, fehlt noch irgendwas und dass wirklich die einzelnen Teilnehmenden quasi mitgenommen werden. Hallo, vielen Dank für den Vortrag, auch erstmal von mir. Ich sitze hier. Ah, da. Hallo. Meine Frage schließt ein bisschen daran an, weil ich mich auch gefragt habe, Sie haben das, glaube ich, auch an einem Punkt erwähnt, vermeintliche Objektivität, also von welchen Standards gehe ich aus, gehe ich da von mir aus, kann ich alle einbeziehen, habe ich sozusagen die Diversity-Brille auf und das würde dann bedeuten, dass das Team, das mitreflektiert, also auch möglichst heterogen und breit aufgestellt ist. Mhm, genau. Und das wäre dann sozusagen auch der Punkt, der nochmal garantieren würde, dass ich wirklich Heterogenität oder unterschiedliche soziale Positionierungen mitdenke oder gibt es noch weitere Schritte im Prozess? Bei dieser Methode oder dieser Designmethode ist es einfach, dass man wirklich guckt, dass man so viele wie möglich verschiedene Stakeholder an den Tisch bekommt, genau. Und dass die dann für ihre jeweilige Gruppe natürlich die Vertretung sind. Was ich vorhin mit dem Objektiv auch meinte, ist, eher die Sicht der Daten. Also man geht oft davon aus, oder es ist immer so, dass die Übersprungshandlung, dass man sagt, oh, Daten, das ist alles total objektiv, dann hat man ja alle Informationen, die man braucht und man muss sich nicht auf die Subjektivität der Personen oder die menschliche Subjektivität verlassen. Aber das ist eben auch so objektiv, wie wir oft denken, sind Daten eben nicht, weil sie nur einen Ausschnitt zeigen, weil sie immer nur ein kleines Schnipselchen zeigen von dem, was wir gerade sammeln. Von daher muss man natürlich aufpassen. Aber bei der Methode ist es, wie Sie sagen, geht es wirklich darum, so viel wie mögliche Leute an einen Tisch zu kriegen und die einfach mit einzubeziehen. Vielleicht nicht immer gleichzeitig, sondern in Schleifen. Aber das wäre die Möglichkeit, wirklich sicherzustellen, dass heterogene Gruppen mit einbezogen werden und es eben nicht nur von einer Person kommt, nicht nur von einem Designer und dass es nicht nur so von oben aufgepfropft wird, sondern dass quasi von unten auch die Leute mitarbeiten. Vielen Dank. Bitte, gerne. Wer ist schneller? Ich glaube, ich. Danke. Hallo, auch von meiner Seite aus vielen Dank. Ich habe eine Frage. Also dieses, ich nenne es mal automatisch eingebaute Feedback, also ständige Evaluation der eigenen Lehrgestaltung, setzt ja in dem Punkt irgendwie voraus, dass man eine gute Partizipation hat, also einen lehrwilligen Studierenden. Wie sehen Sie die Möglichkeit, Studierende zu verpflichten, Teile der Lehre online wahrzunehmen? Wie gehen Sie mit, ich nenne es mal Dropouts, um? Und wie kann man Leute, die schlicht kein Interesse haben, was ja völlig legitim ist im universitären Kontext, irgendwie trotzdem in das Assessment einbeziehen? Also in das Assessment von meinem Kurs jetzt oder von meinem Design, meinen Sie? Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist hier vor allem Transparenz, also dass man denen auch mitteilt zum Beispiel oder einfach mit denen auch darüber spricht, was solches Datensammeln möglicherweise für Benefits, wie man immer so schön sagt, hat, also was es sowohl den Lehrenden als auch den Lernenden bringt. Und man muss das ja auch nicht ständig und stets und jeder Aspekt eines Kurses quasi evaluiert werden, sondern das ist ja gerade die Idee dabei, dass man sich quasi vorher schon überlegt, bei bestimmten Designs oder bei bestimmten Aktivitäten in meinem Kurs, da möchte ich gezielt Informationen sammeln, dazu möchte ich gezielt Sachen haben. Und es ist, glaube ich, schwierig, wie Sie sagen, teilweise Studierende davon zu überzeugen, Sachen zu machen. Und gerade wenn sie vielleicht die Auswahl haben, Sachen in Präsenz oder in Online oder zu machen, dann breitet sich das natürlich auf. Also eine Möglichkeit ist natürlich einfach manche Sachen gibt es dann vielleicht halt nur online und manche Sachen muss man dann halt vielleicht auch verpflichtend machen in einem Kurs als Teilnahmebedingung oder so, als Teilnahmescheinbedingung, wenn man das machen möchte. Aber es ist schwierig. Also aber ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, einfach, dass man Studierende darüber aufklärt, was denn diese ganze Datensammelei denn möglicherweise auch für Sie ja bringen kann, weil Sie haben ja auch einen Vorteil davon, wenn ich als Lehrende wieder meine Lehre verbessern kann und gerade eben nicht erst am Ende eines Seminars, sodass erst wieder der nächste Kurs profitiert, sondern dass ich das schon während eines Seminars mache, sodass die Studierenden, die wirklich gerade jetzt schon da sitzen, schon den Bonus und den Benefit davon haben. Also ich glaube einfach, da ist Offenheit ein sehr wichtiger Aspekt und quasi die
Data Literacy der Studierenden, also dass die auch wissen, worum es dabei geht und dass man die mit einbezieht. Und eben, dass man vielleicht natürlich nicht die Leute in meinem Kurs direkt, aber dass man einige Studierende, da kommen wir wieder zu den heterogenen Gruppen, in diese Planung von solchen Aktivitäten und Learning Designs mit einbezieht. Also dass man einfach sagen kann, da stecken Studierende mit dabei und das ist mit denen abgesprochen und für die war das in Ordnung, solche Daten zu sammeln etc. Ich glaube, dass Studierende müssen sich quasi aufgehoben fühlen und verstanden fühlen. Das ist ein wichtiger Aspekt, der da einfach nicht verloren gehen darf. Ja, wie Hendrik ja schon angekündigt hat, wir entwickeln ja an der neuen FOLA Digitalversion. Dann muss ich die Gelegenheit natürlich wahrnehmen, auch hier aus erster Hand direkt Input zu bekommen. Wo wir gerade im Moment dran sitzen, das ist einmal so die Indikatoren, also was für Daten bekommen wir und wie können wir die Indikatoren dann auf die Lehre, auf das Design dann übertragen. Also da sehen wir die große Schwierigkeit, weil die Tools, die man verwendet, die dann die Daten liefern, sollen ja der Didaktik erstmal folgen und dann das zu übertragen. Vielleicht gibt es da, haben Sie da Erfahrungen oder können nochmal berichten. Und der zweite Punkt ist so die Übertragbarkeit, weil wir wollen FOLA tatsächlich auch dafür einsetzen, um so Best Practices, also Designs, die sich etabliert haben, dann auch auf andere Lehrende zu übertragen. Und da sehen wir auch Schwierigkeiten, so in der Granularität, wie groß das geplant ist, wie klein das geplant ist und dann sich dort einzuarbeiten in ein fremdes Design und das dann für sich zu adaptieren. Vielleicht haben Sie da auch die eine oder andere Erfahrung. Noch nicht so viele, aber ich gehe mal erst auf den zweiten Punkt ein. Ich glaube schon, dass das sinnvoll ist, wenn es solche Best Practices gibt. Und ja, die Einarbeitung wird teilweise schwierig, aber nur durch solche Beispiele und Best Practices kann man oft Leute überhaupt überzeugen, dass so ein Hilfstool oder so eine Methode denen auch wieder helfen kann. Das heißt ja auch nicht, dass sie das eins zu eins übernehmen müssen, aber es gibt denen zumindest schon mal eine Einsicht, was vielleicht möglich ist. Und manche von den Sachen passen vielleicht genau auch auf deren Kurse oder auf deren didaktische Ideen für ihre Module oder Kurse. Und manche Sachen müssen vielleicht dann noch ein bisschen angepasst werden. Da wäre es dann auch wichtig, dass man zum Beispiel irgendwie Workshops anbietet und die Leute einfach nicht damit allein lässt. Also das ist, glaube ich, das Wichtige, immer so eine Art Weiterbildungsmöglichkeit quasi anzubieten, dass man nicht einfach nur sagt, hier hast du dein Tool und hier gibt es so ein paar Best Practices, mach mal, sondern wie gesagt, Leute an die Hand nehmen und zeigen, guck mal, so und so und so kann man das machen und einfach auch immer zur Verfügung stehen für Fragen, die vielleicht im Nachhinein noch auftauchen können. Das erste war nochmal, Entschuldigung, die Indikatoren, genau. Ich glaube, das ist sehr, sehr kursindividuell oder sehr designindividuell und auch da können, wie gesagt, diese Best Practices helfen, weil viele Leute wahrscheinlich erstmal auf dem Schlauch stehen und dann wirklich sagen, weiß ich auch nicht, jetzt fallen hier ganz viele Daten an, aber was möchte ich denn eigentlich wissen? Und wenn man aber einmal mitgekriegt hat, was andere vielleicht gemacht haben, zündet ganz oft so eine Idee, dass man denkt, oh, wenn die das machen, dann könnte ich das machen und dann könnte ich das machen und dann könnte ich das machen. Also auch da ist einfach der Austausch wieder sehr wichtig, dass man gucken kann, was haben andere gemacht, wie könnte ich das für mich umwandeln etc. Und das dann quasi irgendwann wie so ein Schneeballsystem, ne, das von alleine sich teilweise weiterentwickelt, aber dass einfach dann man so kleine Häppchen quasi gibt und dann kommen irgendwann die Ideen oft von selbst. Also zwei Fragen schaffen wir vielleicht noch. Dann auch von mir vielen Dank für den Vortrag. Ich würde sehr gerne anknüpfen an die letzte Frage und Ihre Antwort und zum Thema Weiterbildung von Lehrenden, die zum Beispiel FOLA oder Learning Design und Learning Analytics zusammen verknüpfen wollen und auch, was würden Sie dann als die wichtigsten Aspekte für so eine Weiterbildung betrachten? Das wäre die eine Frage für also Lehrende jetzt im universitären Kontext und auch die andere Frage wahrscheinlich dann auch verknüpft damit, eben Sie sagen es, das lässt sich am besten in einem Team realisieren. Mhm. Welche Voraussetzungen soll dieses Team erfüllen, damit es überhaupt effektiv zusammenarbeiten kann? Mhm. Ob Sie dann schon Erfahrungen gesammelt haben auf diesem Wege? Also was die Fortbildung angeht, ich glaube, da ist es wichtig, dass man einerseits natürlich eine Gruppe hat, die solche Tools vorstellt und einfach damit, was ich gerade gesagt habe, dass man es den Leuten zeigen kann, vielleicht auch schon Leute, die nicht nur die Tools selber entwickeln, sondern die sie auch schon angewandt haben, wenn es denn schon Leute gibt. Und natürlich
Um den Daten- und Analytics-Teil einzubeziehen, bräuchte man natürlich auch irgendwie technische Expertise mit dabei. Also dass natürlich deutlich gemacht wird, irgendwelchen Learning-Designern oder Lehrenden, dass sie das nicht alles selber implementieren müssen, sondern dass es hoffentlich IT-Services oder was auch immer an den Universitäten, an den Einrichtungen gibt, die das dann umsetzen können und die zeigen können, so werden bei uns die Daten verwaltet, so läuft das ab, das und das ist möglich, das ist nicht möglich momentan. Es ist ja auch mal eine Sache, was man vielleicht gerne hätte und was man gerne plant in solchen Sachen, aber dass dann zum Beispiel einfach sagt, ja, das ist aber aufgrund von der Infrastruktur momentan noch nicht möglich, aber wir könnten so. Also ich glaube, da ist es einfach wichtig, die technische Expertise mit reinzubringen und den Leuten auch ein bisschen die Angst zu nehmen, dass sie das alles selber machen müssen, sondern dass sie quasi, dass man denen deutlich macht, fokussiert euch darauf, was quasi am Ende damit gemacht werden soll und den technischen Teil müsst ihr natürlich nicht selber umsetzen. Und zu den Teams, da ist es wichtig, dass es Leute sind, die erstmal offen sind, die einfach sagen, okay, ich bin bereit, mich da erstmal drauf einzulassen und quasi als Vertretung für meine jeweilige Gruppe, also für das Management, für Lernende, für Lehrende, für Designer, für die IT, wie auch immer, an den Tisch zu kommen und auch mal, dass die Leute bereit sind, sich auch mal ein bisschen auf andere Gruppen eben einzulassen und vielleicht nicht direkt mit so einer, ich mache nur das und das ist das Einzige, was funktioniert, sich da reinzugehen. Also die Leute muss man quasi wahrscheinlich dann im nächsten Schritt erstmal dann überzeugen. Aber für diese Teams, für die Zusammenstellung ist es wichtig, dass man Leute hat, die offen sind für neue Sachen und die auch einfach gerne mal ein bisschen experimentieren und vielleicht nicht direkt das große Wunder erwarten, sondern ja, bereit sind, einfach neue Wege zu gehen und offen sind. Vielen Dank. Wenn niemand mehr eine Frage hat, ich will mich nicht vordrängeln, weil ich kann Maren dann auch anrufen, wenn ich noch Fragen habe. aber eine Frage, also du hast jetzt immer so die Teams unterstrichen, Maren, und wir sind ja gerade dabei, mit der pädagogischen Psychologie in einem Studiengang, in einem Projekt ALI eigentlich, das zu verknüpfen, also in Personalunion. Wir wollen ja in Zukunft Personen ausbilden, die sowohl Analytics als auch Design oder sowohl KI als auch Pädagogik verstehen. Finde ich super. Und da nimmst deine Antwort vorweg. das wollte ich gerade von dir reflektiert haben, ob du auch das unterstreichen würdest, dass wir eigentlich ein neues Berufsfeld brauchen, sowas wahrscheinlich in vielen Berufsfeldern brauchen mit der KI, die da ankommt, die ein Verständnis auf beiden Seiten ist und dass man es das in Personalunion machen kann. Finde ich total super. Gerade dieses Interdisziplinäre finde ich total wichtig. Entweder in Personalunion oder eben in Teams, dass die verschiedenen Perspektiven kommen, je nachdem, was sich gerade anbietet. Aber wenn, ich denke schon, dass sich das in den nächsten Jahren auch dahin entwickeln wird, dass es Leute gibt, die einfach wirklich gezielt daraufhin ausgebildet werden, beide Seiten zu sehen. Also ich meine, ich bin ja auch so ein bisschen, ich komme aus der Computerlinguistik, ne? Also wie man Sprache mithilfe von Computern analysiert, bin dann ein bisschen in die Erziehungswissenschaft gerutscht, ins technologieunterstützte Lernen, bin jetzt an der erziehungswissenschaftlichen Fakultät, habe aber auch sehr viele quasi informatisch angelehnte Forschung und so. Also das ist eh schon ein sehr interdisziplinärer Bereich. Viele Psychologen sitzen auch mit da drin und so. Also von daher, das ist sehr, sehr wichtig, gerade diese Interdisziplinarität. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das in den nächsten Jahren noch gezieltere Berufe dafür gibt oder dass es wirklich Leute gibt, die gezielt für Design und Pädagogik und Analytics oder Datenverarbeitung ausgebildet werden, ja. Okay. Jetzt sind hier nochmal zwei Hände. Frage, wir machen die, also wir haben noch eine Minute. Ich bin auch sonst in der Kaffeepause noch da. Also. Ja, wir fangen mal an, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, ich mache es auch ganz schnell. Also das Berufsbild gibt es tatsächlich schon. Das nennt sich E-Learning-Autorin oder Autor. Und das sind eben die Spezialisten, die sich mit KI, mit Didaktik, mit Design und so weiter auskennen. Wenn man natürlich den Aspekt der Barrierefreiheit da noch mit reinbringt, die müssen das theoretisch auch, das machen die auch in der Umsetzung, wenn man jetzt zum Beispiel E-Learnings schreibt für die Bundesrepublik oder so, die hat ja ganz klare Vorstellung. Aber man muss auch sagen, da gibt es natürlich Abstriche dann wieder in der motivationalen, auf der motivationalen Ebene, was den Design betrifft oder was das, die ganze Aufmachung und die Möglichkeiten, die Tools bieten, die werden natürlich durch die Barrierefreiheit eingeschränkt. Ne? Das muss man einfach so sehen, dass man wahrscheinlich nicht alles mit einem ganz hohen
qualitativen Niveau erreichen kann. Und das könnte auch sein, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man für bestimmte einen Anspruch von Barrierefreiheit, dass man da unterschiedliche Produkte am Ende produzieren muss. Absolut. Ne? Ja, ja. Aber ich wollte Ihnen nur sagen, das Berufsbild gibt es. Und die Hochschulen müssen halt die Spezialisten auch anstellen. Ja. So. Ja, Dankeschön. Okay, also ich würde sagen Punktlandung, oder? Ich übergebe nochmal an dich, Hendrik. Ja, das ist nicht für mich, ne? Liebe Maren, herzlichen Dank für deinen Enlightening Talk. Und wir haben ein kleines Geschenk, ein kleines Dankeschön an dich. Schön. Wahrscheinlich aus dem Hessen-Shop. Nee. Vielleicht auch nicht, darum ist es eine Überraschung. Herzlichen Dank, dass du da warst und, ja, und uns deine Gedanken mit uns geteilt hast. Ja, danke für die Einladung. Einen Applaus nochmal für uns. Okay, und damit sind wir schon in der ersten Kaffeepause angelangt. Wir würden Sie bitten, die auch zu nutzen, da wir den Saal hier ein bisschen verändern müssen. Das heißt, nutzen Sie die Zeit, gehen Sie raus zum Kaffee und wir würden uns in einer halben Stunde um 11.45 Uhr wieder hier treffen.